Amira Pocher, 29, hat genug von den ständigen Lobeshymnen auf Rurik Gislasens, 34. Optik. Im vergangenen Jahr beeindruckte der Ex-Kicker bei Let's Dance nicht nur mit seiner Leistung auf dem Parkett, sondern wurde auch zum absoluten Frauenschwarm. In der Auftaktfolge der neuen Staffel trat der Isländer ebenfalls auf und vertrat Joachim Jambi, 57, sogar in der Jury. Auch dabei wurde wieder in den höchsten Tönen von Ruriks Aussehen geschwärmt, was Amira Pocher inzwischen heftig gegen den Strich geht. Im Podcast Die Pochers hier ließ sich die 29-Jährige mit ihrem Mann Oliver Pocher, 44, über das Thema aus, das ihr enorm auf die Nerven geht. Dieses Rumgelächze nach Rurik, dieses Oh mein Gott, ist der geil, beschwerte sich die zweifache Mutter. Für Amira ist das inzwischen zu viel des Guten, er ist sicher total lieb und gut aussehend und alles. Aber ich finde, man kann es auch übertreiben. In den Augen der Moderatorin gäbe es ganz andere Dinge, für die man Rurik feiern könnte, dass er sympathisch ist, dass er wirklich ein guter Tänzer ist und talentiert ist, wird gar nicht thematisiert. Vor allem eine Situation stieß Amira bei der vergangenen Let's Dance Show übel auf. Dass Renata Lusin, 34, zu Rurik befragt wurde, während ihr Gatte Valentin, 35, ebenfalls anwesend war, ging ihr zufolge gar nicht, das finde ich so krass respektlos. Wäre der Ex-Profifußballer eine Frau, hätte es bei so viel Schwärmerei längst einen Sexismus-Skandal gegeben, ist sich die gebürtige Österreicherin sicher.